Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Horses, Tag 3. Und wir kümmern uns weiter um den kleinen Winter Smash. Schauen wir mal, was sollen wir denn heute machen? Fünfmal trainieren. Irgendwie haben wir gar keinen Ton. Warum haben wir keinen Ton? Gute Frage, nächste Frage. Gucken wir gleich mal eben nach der Aufgabe hier nach. Woran das liegt, dass wir hier keinen Ton haben? Okay. So, schauen wir mal eben. Es ist auch ganz laut. Aber es tut sich nichts. Nichts? Gar nichts, gar nichts. Ist ja eigenartig. Ja, dann weiß ich das auch nicht. Ist ja komisch. Ist immer ein Stecker, der nicht richtig eingesteckt hier. Oder irgendetwas? Naja, gut. Okay, weiter geht's. Wir wollen ihn ein bisschen füttern. Das will er nicht? Doch. Also, dass es jetzt komplett ohne Ton ist, das verstehe ich jetzt ja nur gar nicht. Das ist ja eigenartig. So, ein bisschen abspülen noch wieder. Wie kommt das denn, dass ich hier keinen Ton habe? Ich muss mal eben hier in meinen Einstellungen ganz kurz was gucken. Das ist ja eigenartig hier. Dann weiß ich das auch nicht. Da muss ich gleich noch mal ganz genau gucken. So, Hufe auskratzen dran. Eigentlich sollte er heute auch erwachsen werden. Ich glaube, mit Level 6 wird er, glaube ich, erwachsen. Dann können wir mal gucken, wie er in groß aussieht. So, ein bisschen Kopfkraulen noch hier. So. Ein bisschen Kopfkraulen. So. Sehr schön. Und Deckentraining. Das geht ja auch immer fix. Da sind wir ja schnell mit durch. Und so, Halftertraining. Bisschen links, bisschen rechts. So. Dreimal noch. Und das letzte Mal noch. Dann haben wir's. Jawohl. So. Noch ein bisschen Training hin und her hier. So. So, ein letztes Mal noch und dann haben wir's.
Jawohl. So, jetzt müsste er Level 6 werden und damit auch dann erwachsen. Okay. Und jetzt ist er müde. Und da ist er groß. So, ich möchte ihn mir aber nochmal ein bisschen genauer angucken. So. Ein bisschen so. Oh, ist doch schön. Also ich finde nicht, dass er so viel Ähnlichkeiten mit dem Graufalben hat. Also er ist schon sehr, sehr weiß. Na, schauen wir mal. Eine Bekannte von mir, deren Pferd wird heute dann erwachsen. Das holt sie dann ins Spiel. Und die schickt mir dann nochmal ein Foto, wie die beiden nebeneinander aussehen. Aber er ist schon echt hübsch. Na gut, so, das war's dann für heute wieder. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.